Über 2 Millionen Verkehrsunfälle jährlich, fast 400.000 Verletzte. Auf Deutschlands Straßen kracht es regelmäßig und oft mit schlimmen Folgen. Gerade bei schweren Unfällen zählt jede Minute. Damit schnell Hilfe kommt, haben die Versicherer für ihre Kunden den Unfallmeldedienst entwickelt. Ein automatisches Notrufsystem, das in praktisch allen Autos eingesetzt werden kann. Kernstück des Systems ist der Unfallmeldestecker. Der wird in den Zigarettenanzünder gesteckt. Der Stecker ist mit Beschleunigungssensoren ausgestattet und über Bluetooth mit einer Smartphone-App verbunden. Und so funktioniert der Unfallmeldedienst. Verläuft die Fahrt störungsfrei, merkt sich die App nur die letzten 3 vom Smartphone ermittelten Positionsdaten. Ältere Daten werden kontinuierlich gelöscht. Und alle Daten bleiben auf dem Smartphone, es werden keine Daten übertragen. Bei einem Unfall registriert der Unfallmeldestecker den Aufprall und sendet Informationen über die Stärke des Zusammenstoßes an die Smartphone-App. Die App meldet den Unfall, die Stärke des Aufpralls, die aktuelle Position des Fahrers und die letzte Fahrtrichtung an eine Notrufzentrale. Gleichzeitig wird eine Sprechverbindung zwischen einem Mitarbeiter der Notrufzentrale und dem Autofahrer am Unfallort hergestellt. Bei einem schweren Unfall leitet der Helfer sofort Rettungsmaßnahmen ein. In vielen Fällen werden die Rettungskräfte dadurch deutlich schneller am Unfallort sein als bisher. So hilft der Unfallmeldedienst, Leben zu retten und Verletzte so schnell wie möglich zu bergen. Aber das ist noch nicht alles. Der Unfallmeldedienst unterstützt Autofahrer auch bei Blechschäden oder Pannen. Der Stecker registriert nicht nur schwere, sondern auch leichtere Unfälle. Bei Pannen kann der Autofahrer zudem einen manuellen Hilferuf auslösen. Der Unfallmeldedienst unterstützt den Fahrer auch in diesem Fall. Mit dem Unfallmeldedienst sind Autofahrer immer sicher unterwegs.